Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Freiburg am Ernst-Mach-Institut zusammen mit dem Martin. Hallo Martin. Hallo. Hallo Martin ist der Projektleiter vom Ernst. Das ist ein Satellit, der komplett in Freiburg gebaut wurde und der jetzt starten soll. Ein Thema, was ich mitgenommen habe, es geht um Infrarot, oder? Also, dass die Hauptnutzer, die wollt was in Infrarot sehen. Was wollt ihr denn sehen? Genau, wir wollen im Infrarot Raketen sehen. Speziell wollen wir die Abgasstrahlen von den Raketen sehen. Aber die sind heiß, die können wir detektieren. Und bei Ernst geht es darum, Raketen zu detektieren. Cool, also Raketen ist ein Hauptthema bei mir auch, obwohl natürlich die Nutzer ja eigentlich das wichtig sind. Aber ich finde Raketen natürlich cool, auch weil wir ja diese Triebwerke haben, die in total abgefahrenen Bedingungen arbeiten, total heiße Temperaturen machen. Ist das was Spezielles, was Einzigartiges, weswegen man das gut detektieren kann überhaupt? Ja, genau. So kann man die Rakete am besten sehen. Die sind jetzt an sich nicht so groß. Man muss sie sehen können. Die werden auch schnell. Es sind speziell die Abgasstrahlen, die wir sehen wollen oder auch sehen können. Die Hülle wird auch heiß, speziell wenn sie noch mit der Reibung in der Atmosphäre ist oder in der Restatmosphäre. Aber besonders der Abgasstrahl gibt natürlich ein schönes Signal, was man dann detektieren kann. Okay, und das ist wahrscheinlich, also bei mir geht es ja eigentlich hauptsächlich um die Raketen, die Sachen in den Orbit bringen, aber wahrscheinlich die Menschen, die euch diesen Satelliten auch bezahlen, ist die Bundeswehr, die ist dann wahrscheinlich eher an bösen Raketen interessiert. Genau, ja, es geht um zwei Dinge, es geht klar, es geht um die Raketen, die jetzt vielleicht nicht die großen Trägerraketen, die Satelliten ins All bringen, da weiß man ja auch, wo sie starten, sondern es geht eher um Raketen, die gefährlich sein können, weil sie gegen Ziele gerichtet sind und da dementsprechend früh erkannt werden müssen, damit sie auch abgewehrt werden können. Aber Ernst ist ein Versuchssatellit, ein Testsatellit, das heißt also, die Bundeswehr ist daran interessiert, was man sehen kann. Also was ist, also das ist, glaube ich, die Originalgröße, oder? Das ist die Originalgröße, genau. Das waren diese zwei Dinge, die wir zeigen wollen. Erstmal wollten wir zeigen, was kann man mit so einem kleinen Satelliten machen überhaupt. Und dann haben wir gesagt, eine möglichst komplizierte Mission, Raketendetektion, Infrarot, gekühlte Detektoren. Das ist schon ziemlich komplex, was wir in dem kleinen Satelliten machen. Und das waren genau diese zwei Dinge. Einmal die Anwendung, Raketen detektieren, und das andere ist diese Technologie, kleine Satelliten. Welchen Nutzen können die haben, auch für die Bundeswehr oder vielleicht sogar auch, was können potenzielle Gegner auch mit kleinen Satelliten machen, was vielleicht bislang nicht so einfach erreichbar war. Und dann so an den Komponenten, also ich meine, das ist im Prinzip immer dreimal Ernst in unterschiedlichen Lagen, dass wir ihn gut sehen können. Yeah. Die Solarpaneele, die sind eingeklappt wahrscheinlich, damit man sie gut in eine Box kriegt, aber erstmal das Hauptding, wir brauchen ja Power, um irgendwas im Orbit machen zu können. Natürlich. Und das kriegt ihr dadurch. Ja. Yeah. Die Bundeswehr oder beziehungsweise euer Forschungsvorhaben, ihr wollt damit Infrarot sehen. Das heißt, eure Hauptnutzlast ist irgendein optischer Sensor. Das ist ein kryogekühlter Sensor. Das heißt, der funktioniert bei einer bestimmten Temperatur, muss also aktiv gekühlt werden. Und zwar mit einem mechanischen Teil, mit einem Stirling-Kühler. Das heißt also, auch was hier liegt, das ist eigentlich alles, was dann auch in Ernst gerade auf der Rampe steht. Also genau. Also nicht ganz. Wir haben natürlich ein paar Änderungen. Das ist unser Ingenieursmodell. Mhm. Das wird dann während der das Flugmodell auch im Orbit ist, wird das noch betrieben, ne? dass wir quasi eine Referenz haben für den Betrieb. Aber das ist da das Modell, mit dem wir quasi die Technologie im System ausprobiert haben. Und damit wir besser an die Komponenten rankommen, ist das hier in der sogenannten Flatset Configuration aufgebaut. Aber das ist das Innere, was dann in diesem 12U im Wesentlichen die Funktionalität herstellt. Ich sehe da, also das ist hier irgendwie wahrscheinlich eine Optik. Das heißt, nennt ihr das irgendwie die Sensoreinheit oder das Ganze? Oder genau, Sie sagen typischerweise die Nutzlast oder die Infrarotkamera, und das ist das, was es ist. Genau. Also eine Kombination aus einem Detektormodul. Hier sieht man halt auch den Kühler. Wie gesagt, das ist ein anderes Modell als das, was in Ernst fliegt, weil der hat ein bisschen zu viel Vibration erzeugt. Dann ist es eine Optik. Wir haben ja ein Filterrad. Das heißt, wir wechseln die Wellenlängenbereiche, in denen wir beobachten. Das wechseln wir. Und genau, ein Pyrometer für die Kalibrierung. Und das ist es im Prinzip auch schon. Und gekühlt wahrscheinlich, also ich meine, ihr wollt Hitzesignatur sehen, und desto kälter euer Sensor sein kann, desto empfindlicher ist er dann für das Ausgangssignal, oder hat das mit der Elektronik in dem Sensor zu tun? Ja, beides, genau. Okay. Genau. Das ist bestimmte Halbleitermaterialien für den Detektor, und der funktioniert halt bei einer bestimmten Temperatur so, dass er ein gutes Signalrauschverhältnis hat. Dann. Also vielleicht der Vergleich im ganz, ganz großen, ganz, ganz teuren James Webb hat Infrarotsensoren und will im Infraroten beobachten, und die müssen das mit ganz aufwendiger Technik abschirmen vor Sonne und dann noch aktiv kühlen. Ja. Nochmal deutlich kälter. Ich glaube, die kommen fast irgendwie an die 4 Kelvin oder sowas dran. Ich weiß es nicht genau. So kalt wollt ihr nicht sein. Und
Wir sind nicht ganz James Webb-Level hier, das sieht man schon. Aber das, wir wollen ja zeigen, dass man, also, oder was wir zeigen, oder was kleine Satelliten ja auch schon zeigen, dass man auch abseits von James Webb, das natürlich wundervoll ist, auch sinnvolle Sachen machen kann mit schon relativ wenig Technologie. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter durch. Also das hier erkenne ich auch. Das sind Batterien, würde ich jetzt mal sagen. Also genau. Die Energieversorgung, wir haben also die Solarpaneele, die Sonnenenergie aufnehmen und die dann uns elektrische Energie liefern. Und die können wir hier zwischenspeichern und dann unsere Nutzlasten und unsere gesamte Elektronik mit versorgen. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, der Ernst sollte ja eigentlich auch schon länger starten. Und ja, dass die Batterien... die musst dir vorlagen, da gab es jetzt auch ein Problem, oder? Ja, was ist das Problem? Aber es ist so, die Batterien sind natürlich geladen und je länger man dann auf den Start wartet, entlädt sich das Gerät natürlich selbst, die Batterien entladen sich und wir wollen nicht in so eine Phase reinkommen, das kennt man ja auch, in die Tiefenentladung, die dann potenziell schädigend für den Akku sein kann und das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen sind wir jetzt wieder zum Startort geflogen und haben die Batterien nochmal geladen. Und ist der Satellit dann die ganze Zeit eigentlich jetzt aktiv, wenn er da ist, oder ist es... Nein. Also das heißt, der... Das ist eine Besonderheit, also das ist auch eine Besonderheit beim CubeSat. Ne? Die CubeSats werden ja aus Containern gestartet. Mhm. Das heißt, sie sind in dem Container und in dem Container müssen sie ausgeschaltet sein. Mhm. Der Clou dabei ist ja, dass wir für CubeSats geringere Anforderungen haben, Testanforderungen haben, weil sie in diesem Container sind. Mhm. Und eine dieser Bedingungen ist natürlich, damit man keine elektrischen Störsignale sendet. Wenn man da jetzt 100 Satelliten hat auf der Falcon 9, sollen die natürlich nicht alle fröhlich durcheinander senden. Und das heißt, die sind alle ausgeschaltet und der Verschluss im Container sorgt sicher dafür, dass er ausgeschaltet ist. Ansonsten würden die Batterien auch ein bisschen schneller leer laufen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist Lageregelung, oder? Also muss euer Satellit nicht irgendwo besonders hingucken können? Tatsächlich, das Lageregelungssystem fehlt hier. Das liegt daran, dass wir im Ingenieursmodell noch ein anderes Lageregelungssystem verwendet haben. Wir waren aber nicht ganz, da war die Leistung nicht ganz ausreichend. Und das heißt, wir haben ein neues Lageregelungssystem, das wir nur im Flugmodell haben. Und deswegen haben wir das hier nicht dargestellt auf dem Flatset. Aber das heißt also auch, die Optik, die soll im besten, also ich fange mal beim Solarpanel an, da wollt ihr eigentlich im Prinzip Energie einfangen, das ist wichtig, damit ihr die Mission überhaupt betreiben könnt über einen längeren Zeitraum. Aber das nächstwichtigste ist ja im Prinzip dann die Nutzlast, die irgendwo hingucken soll. Soll die auf einen bestimmten Punkt immer gucken oder wollt ihr die auch drehen können? Was ist so eure Anforderung da? Genau, wir wollen die drehen können, wir wollen den ganzen Satelliten drehen, wir sind relativ agil. Wir fliegen tief, das heißt, wir überfliegen die Szene auch relativ schnell und wir wollen, wenn möglich, wenn wir jetzt eine Gefahr erkannt haben oder einen Raketenstart erkannt haben, wollen wir die Beobachtungszeit verlängern. Das heißt, wir gucken sogar ein bisschen voraus, also wir gucken nicht ganz senkrecht in nahe die Richtung nach unten, sondern gucken ein bisschen voraus und sobald wir es detektiert haben, schenken wir den ganzen Satelliten mit und dazu braucht man natürlich ein Lageregelungssystem. Ja. Das heißt, auch der Satellit kann autonom, wenn er dann eine Hitzesignatur erkannt hat, dann sich auch so ausrichten, dass er das Ziel möglichst lange in der Optik behält. Genau, also das Ziel erkennen und tracken, ja. Abgefahren. Weil das ist letztendlich das Ziel für die Anwendung, ist also jetzt, das ist ein Experimentalbetrieb, aber das Ziel in der Anwendung ist natürlich, die Raketenbahn noch vorherzusehen. Ne? Einerseits die Gefahr eindeutig zu erkennen, wenn wirklich sogar sagen, was für ein spezifischer Raketentyp das ist und dann auch zu sagen, welche Bahn fliegt er. Weil das ist wichtig in allen Raketenabwehrsystemen, sei es jetzt für Patriot jetzt derzeit oder das Aero 3, was da in der Beschaffung ist für Europa. Alle diese basieren auf dieser satellitengestützten Frühwarnung, weil die Radare können nicht über den Horizont gucken. Und gerade wenn die Raketen sehr schnell fliegen, Richtung Hyperschallgeschosse, ist es sehr wichtig, dass man die frühzeitig erkennt und dafür brauchen wir die Satelliten. Ich weiß, das US-Militär betreibt da viel Aufwand, macht das auch schon seit Jahrzehnten, aber ich glaube, da sind die Satelliten weiter weg. Oder das Typische, was wir mal kennen, ist geostationär dann wahrscheinlich. Genau, wir haben sehr große geostationäre Systeme, das ist auch gut. Also, geostationär hat den Vorteil, man hat eine einfache Szenerie, also man macht eine Change Detection quasi über der immer gleichen Situation. Aber man ist halt sehr weit weg. Ne? Das heißt, man braucht sehr große Teleskope und selbst dann erreicht man nicht die Auflösung, die man hat, wenn man sehr nah ist. Ein großes Argument ist dann wieder militärisch, was jetzt dazu führt, dass eine Konstellation aufgebaut wird von den USA, von der Space Force, ist, dass halt diese großen Satelliten auch als Single Points relativ angreifbar sind, während eine große Konstellation ist schon schwieriger zu stören. Also wir sind jetzt mit dem näher dran, das heißt, wie viele Kilometer fliegt der? Also Ernst fliegt ja so 510 Kilometer, hätte auch eine andere Höhe haben können, aber im erdnahen Orbit, also im Bereich 500 bis 700 Kilometer, also da, wo Sonnensynchrone günstige Erdbeobachtungsorbit sind. Und was ist so das Sichtfeld? Also das heißt, wie kann man sich jetzt vorstellen, wie viele Kilometer oder Meter sieht man da? Jetzt mit der Nutzlast und der Optik, die wir haben, haben wir eine Bodenspur von unter 100 Kilometer Breite.
Es ist eine Optimierung letztendlich zwischen der Auflösung, die man erreichen will, dass man die Gefahren noch erkennen kann, und zwischen der Bodenspurbreite. Mhm. Das heißt, wir hätten hochauflösender sein können mit einer schmaleren Bodenspur, hätten dann aber natürlich weniger Abdeckung gehabt. Es ist auch klar, dass Ernst nur ein Satellit ist. Ne? Das heißt, er kann jetzt nicht die permanente Oberfläche abdecken. Dafür bräuchte er noch mehrere Ernst, noch mehrere Kompagnon, die dann im Orbit das Gleiche tun. Das heißt, deswegen ist es ein Experimentalbetrieb. Es geht darum zu verstehen, wie sieht die Erde in diesen Wellenlängenbereichen aus und wie sehen solche Signale aus. Mhm. Hitze ist ein guter Stichwort, weil ich sehe jetzt hier die Solarzellen, dass da die Sonnenenergie praktisch zu Strom gemacht werden. Müsst ihr irgendwie Hitze abstrahlen eigentlich? Also ja. Ihr habt ja Elektronik, die ja wahrscheinlich auch Wärme produziert. Oder? Genau. Das ist auch ein Ding. Bei kleinen Satelliten ist es ein großer Faktor auch, bei großen natürlich auch. Aber wir kriegen natürlich viel Energie rein, erzeugen hier auch an einem kleinen Punkt sehr viel Energie, auch sehr viel Abwärme, die wir wieder aus dem Satellit raustransportieren können. Und wie bei allen Satelliten können wir das nicht über Konvektion machen. Das heißt, uns bleibt nur die Wärmeabstrahlung. Mhm. Das ist hier im Ingenieursmodell auch nicht ganz original wie im Flugmodell. Da haben wir hinter den Zellen noch weiße Paneele. Und dann haben wir eine Abstrahlfläche auf den Seiten, die in Richtung des freien Weltraums zeigen, wo es halt sehr kühl ist. Und da strahlt man die Wärme hin ab. Da sieht so ein bisschen was nach Alien-Technologie aus. kannst du mir sagen, was das ist? Genau. Das ist unsere optische Bank. Mhm. Die optische Bank ist quasi die Strukturplattform für die Nutzlast. Mhm. Das heißt, die hat zwei wesentliche Anforderungen hier bei uns. Das heißt, einerseits muss sie besonders stabil sein. Sie soll sich nicht verziehen. Wenn wir zum Beispiel einen Erdschattendurchgang haben, es also kühler wird oder wärmer wird, soll die immer die gleichen Abstände beibehalten. Und sie muss diese Wärme tatsächlich abtransportieren. Und wir haben da hier die Freiheiten uns genutzt, die uns der 3D-Druck und auch das 3D-Design bieten. Wir haben gesagt, okay, das machen wir jetzt gedruckt. Und deswegen hat so ein bisschen so eine bionische Erscheinung. Mhm. Das ist ein frühes Modell, ist nicht ganz so, wie es aussieht. Hier ist das Modell, was tatsächlich im Ernstsein fliegt. Und was wir hier gemacht haben, ist wirklich eine Topologieoptimierung. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir haben gewisse Hitzeströme, wir haben gewisse mechanische Lasten, die da wirken. Und jetzt rechne mal, wie würde das ungefähr so aussehen. Ja, lustig. Und auch als Besonderheit, weil die Hitze schon angesprochen worden ist, wir haben hier auch einen 3D-strukturierten Radiator. Ich hatte ja davon gesprochen, dass wir die Wärme abstrahlen müssen. Und hier bei dem Instrument machen wir das sogar so, dass wir hier so diese 3D-Pyramidenoberfläche haben. Und die sorgt dafür, dass wir auf einem sehr kleinen Fußabdruck, auf einer kleinen Fläche, eine größere Abstrahlfläche haben, einfach dadurch, dass wir diese 3D-Strukturierung haben. Und das haben wir halt mit 3D-Druck umgesetzt und hoffen, dass das, oder sind sicher, dass das auch gut funktioniert. Muss das ein besonderes Material sein? Also ich meine, ihr habt ja zwei Anforderungen. Ihr wollt ja Struktur haben und ihr wollt auch thermisch gut leiten. Ich sag mal, aus Physik weiß man irgendwie, dass irgendwie Kupfer oder Silber oder so irgendwie gut leitet oder so, aber es ist jetzt nicht unbedingt das beste Material, um irgendwas steif zu halten. Also. Genau. Es muss also steif halten und es darf natürlich auch, die Wärmeausdehnung sollte jetzt nicht besonders dramatisch sein. Ja, das ist Kupfer auch nicht so gut. Genau. Das ist Skalmaloid, das ist eine spezielle Legierung, die ist für den 3D-Druck im Luft- und Raumfahrtbereich sogar entwickelt worden, die wir hier ausprobiert haben, und die vereint diese Eigenschaften eigentlich sehr gut. Cool. Und es muss natürlich auch bei all diesem 3D-Druck, das ist ja auch ein Forschungsgebiet oder ein Ingenieursgebiet, was noch in der Entwicklung ist, es muss natürlich auch für den Druck selbst gut geeignet sein, dass man die Qualitäten hinbekommt und dass jetzt keine Lunker oder Einschlüsse oder sowas entstehen. Hm. Ja, abgefahren. Und ich meine, das ist jetzt militärische Nutzung. Gibt es irgendwas aus dem zivilen Bereich, wo du sagst, da könnte Ernst auch gute Dienste leisten? Ja, na klar, ist natürlich eine Infrarotkamera, das heißt, wir sehen auch andere Dinge, wir sehen auch andere Temperaturen, die wir beobachten können. Allerdings sind wir schon, sagen wir mal so, die Nutzlasten sind immer schon ziemlich genau auf einem bestimmten Wellenlängenbereich optimiert. Das heißt, wir sehen die anderen Bereiche, sehen die aber nicht ganz so perfekt und ganz so gut, wie wir sie auf diesen optimierten Bereich sehen. Ich hatte erwähnt, dass wir mehrere Filter haben und da haben wir auch Filter bei, wo wir auch bestimmt jetzt zum Beispiel Waldbrände auch sehen könnten. Aber wir sind, wie gesagt, nicht drauf optimiert und unsere Anwendung hat einen militärischen Kontext, aber keinen aggressiven, einen verteidigenden. Euch als Forscher interessiert dann auch eigentlich, wie performt der im Orbit, was wird der sehen und was kann man mit den Daten dann eigentlich machen? Exakt, das ist eine ganz spannende Phase, wie bei der Geburt von einem Kind. Man bereitet sich lange auf diese Geburt vor, aber danach geht es erst richtig los. Ne? Und das ist beim Satelliten jetzt auch so, danach geht der Betrieb los und da beginnt auch eine gewisse Wissenschaftlichkeit bisher, was die Entwicklung der Technologie und dann ist es halt die Anwendung der Technologie. Und das bedeutet, in diesem Wellenlängenbereich, den wir gucken, den Erdhintergrund erfassen, verstehen, wie sieht der aus, Raketenstart sehen, klar. Die Wahrscheinlichkeit, meine Falcon 9 starten zu sehen, ist wesentlich höher als jetzt, weiß nicht, ob jetzt irgendjemand wartet.
Falcon 9 startet relativ häufig, das heißt, man kann die wahrscheinlich relativ häufig auch beobachten und ja. Dann auch ja, Aufnahmen miteinander vergleichen oder auch kennt die Daten der Rakete auch ganz gut und kann da im Prinzip dann genau. wahrscheinlich Rückschlüsse ziehen. Man kennt das Signal, ne? man hat eine Idee, wie das aussieht und man könnte es auch vom Boden noch vermessen und kann die dann sehen und könnte dann auch feststellen, wie ändert sich das Signal, nicht nur wenn ich von oben sehe, sondern auch in den höheren atmosphärischen Schichten, die jetzt vom Boden jetzt nicht mehr so gut messbar sind. Mhm. Und da bietet sich eine Falcon 9 natürlich an, aber ja, wir hatten schon kürzlich auch eine Nutzlast auf der ISS, ein Thermalinfrarot und es gibt natürlich Krisengebiete, wo man schon was sieht. Mhm. Einfach weil eine höhere Wahrscheinlichkeit da ist. Eine Sache, die ich auch sehr cool fand, das hatte ich gar nicht richtig auf dem Zettel, als ich über Ernst was gelesen hatte. Ihr müsst euch natürlich auch Gedanken darüber machen, wie Ernst praktisch wieder runterkommt. Das ist ja praktisch die Verantwortung, die man auch hat, wenn man einen Satelliten heutzutage hochschickt. Genau, definitiv. Wir haben Bremssegel. Wir kommen aus der Space Debris Forschung. Also unser Institut ist schon seit den 80ern dabei, Schutzschilde für die Raumstation und solche Dinge zu entwickeln und diese Effekte zu verstehen, die passieren, wenn so ein Teilchen mit so hoher Geschwindigkeit einschlägt. Und deswegen liegt uns natürlich die Space Debris Problematik besonders am Herzen. Und dann haben wir für Ernst ein Bremssegel designt, sodass er, wenn er seine Mission dann hoffentlich erfolgreich, eine lange Mission beendet hat, dann ein Bremssegel entfaltet und dann möglichst schnell wieder eintritt und dann keine Kollisionsrisiken darstellt. Lange Zeitraum, im besten Fall soll ein Satellit leben, aber eine Entwicklung, die geht ja auch manchmal, läuft ja auch aus dem Ruder, ich sag mal, bei kommerziellen Nutzlasten kennt man das vielleicht dann auch eher und dann ist dann irgendwie der Kundendruck da, das ist jetzt ein Testsatellit, aber gibt es so etwas, wo du vorher nicht dachtest, dass es so kompliziert wird? Also wo eigentlich dachtest, ja, das kriegen wir eigentlich easy hin und dann ist man dann doch in einem Problem nach dem anderen gelaufen? Ja gut, es ist immer so, dass man immer eigentlich die Dinge, dass man genau da in Probleme läuft, wo man denkt, die sind jetzt nicht so kompliziert, das ist eigentlich der Standard und dann merkt man, dass man da Fehler gemacht hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas unterschätzt haben. Wir haben eine steile Lernkurve. Wir hatten schon Respekt vor der Aufgabe. Das ist unser erster Satellit komplett. Also wir sind schon länger in der Raumfahrttechnik, aber als Gesamtsystem war es unser erster Satellit. Aber ja, es ist natürlich New Space, ne? Das heißt, wir probieren viel aus, wir gehen in vielerlei Hinsicht ein bisschen einen anderen Ansatz als klassisch, wir machen nicht so viel Zertifizierung, aber wir testen halt auch sehr viel und sind uns eigentlich relativ sicher, dass wir hoffentlich alle groben Fehler gefunden haben und ausgemerzt haben und dass der Satellit gut funktionieren wird. Aber ja, der Puls geht dann schon ein bisschen höher, wenn es zum Start geht und dann muss er sich beweisen. Ja, aber das heißt, man kann auch wirklich sagen, es ist ein Freiburger Satellit. Also das heißt, ihr habt ihn hier entwickelt, ihr habt ihn hier gebaut, ihr habt ihn hier qualifiziert und jetzt startet er nicht aus Freiburg, aber... Ja, genau so ist es. Auch nicht alle Komponenten kommen aus Freiburg und wir haben auch Fraunhofer-Kollegen in Ostkirchen und auch in Ettlingen, Karlsruhe, die auch beigetragen haben zu dem Projekt. Aber ja, im Prinzip ist er hier integriert worden, hier ist die meiste Technologie gebaut worden. Und von hier wird er dann auch betrieben, zumindest kommandiert, aber starten wird er dann aus Wandenberg. Ja. Cool. Martin, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ernst alles Gute und freue mich dann sehr auf die Daten, die dann hoffentlich rumkommen. Und freue mich, dass ihr mich hier eingeladen habt. Danke dir, Martin. Sehr gerne, danke dir.